Scorpio hat alle Daten, die der Chaos-Trupp und Kalio gestohlen haben, untersucht. Als wir die feindlichen Comlog-Bücher mit den Turmkarten abgeglichen haben, sind wir auf etwas Unerwartetes gestoßen. Es gibt eine versteckte Hyperwellen-Relaisstation 10.000 Meter unter dem Turm. Das ist die einzige Quelle für Gemini-Frequenzübertragungen, die der ewige Turm empfängt oder sendet. So kommandiert Arkan die Flotte. Und wir wissen, wo sie ist. Diese Relaisstation ist unser Schlüssel zur Gemini-Frequenz. Wenn wir es schaffen, sie zu entschlüsseln, können wir alles über die Pläne des Feindes erfahren. Denkt in größeren Maßstäben, Lana. Wir könnten gefälschte Befehle senden. Soll Arkan doch von seinen eigenen Kriegsschiffen vom Thron geschossen werden? Warum sich darauf beschränken? Wenn die Flotte unter eurer Kontrolle steht, gibt es nichts, was ihr damit nicht erreichen könnt. Ihr werdet niemals in die Nähe dieser Relaisstation kommen. Sie befindet sich 10 Kilometer unter der Oberfläche und hat mehr Sicherheitsmaßnahmen, als wir zählen können. Zum Glück wissen wir durch unsere Daten, wo jeder einzelne davon ist und wie wir die meisten davon besiegen können. Ein Stoßtrupp kann die Verteidigung direkt unter Arkans Nase ausschalten. Aber nur, wenn wir jetzt loslegen. Wir werden keine neuen Informationen mehr erhalten. Kalio und Major Jorgen befinden sich bereits auf Sakul. Sie sind in Position, um dem Kommandanten einen Weg zur Relaisstation freizuräumen. Wir schicken nicht diese Terroristin los. Sie hat schon genug Chaos auf meiner Welt angerichtet. Der Chaos-Trupp ist wie gemacht für diesen Einsatz. Wir haben genug Detonit, um diese Relaisstation in einen Krater zu verwandeln. Schneiden wir der Schlange den Kopf ab und stürzen die Flotte ins Chaos. Ihr wollt das Schicksal der Galaxis in die Hände einer schießwütigen Straßenbande legen? Wir haben genau eine Chance, Erfolg zu haben. Zu eurem Glück ist das auch alles, was ich brauche. Die Relaisstation zu zerstören ist eine Dummheit. Schickt mich und ihr habt die alleinige Kontrolle über die Gemini-Frequenz. Die Idee hat Potenzial. Sie ist eine erfahrene Infiltratorin, die jahrelang auf Sakul überlebt hat. Sie hat Anschläge auf mein Volk verübt. Das wird nicht noch einmal passieren. Die Zerstörung der Relaisstation ist ein letzter Ausweg. Aber wenn was schieflaufen sollte, brauche ich einen kreativen Kopf. Und das ist Kalio. Sie ist wie ein Rancor in einer Glasfabrik. Das ist ein Fehler. Wir müssen Arkans Laune verderben und ihn von unserem wahren Ziel ablenken. Niemand kann das besser als der Chaos-Trupp. Wir werden euch nicht enttäuschen, Commander. Ich bin schon unterwegs. Wir sehen uns. Man kann es nicht jedem recht machen. Aber vielleicht wäre es sinnvoll, Valkorion zu befragen. Er hat den Turm gebaut. Vielleicht sagt er euch, wie man dort eindringen kann. Valkorion, wir müssen reden. Einst wart ihr der Inbegriff meines Zorns. Jetzt seht euch an, wie ihr mich um Brotkrumen anbettelt. Ihr habt meine Macht genommen und wollt nun meine Geheimnisse. Aber die habt ihr euch nicht verdient. Ihr habt die ganze Zeit gewusst, wie die ewige Flotte kontrolliert wird. Ihr hättet es mir sagen sollen. Ich bin nicht euer Diener. Und ihr habt meine Geduld das letzte Mal auf die Probe gestellt.
Hört ihr mich? Etwas ist passiert. Ich brauche eure Hilfe. Eure Freunde können euch nicht hören. Ich habe keine Zeit für euren Wahnsinn. Ich muss eine Mission auf Sakul erfüllen. Sie wartet auf euch. Vorausgesetzt, ihr überlebt. Ihr habt vergessen, wie es ist, den Tod alleine ins Angesicht zu blicken. Ich werde euch daran erinnern. Ihr habt die dunkle Seite der Macht gemeistert. Aber das ist nicht genug. Das war es nie. Solange ihr nicht euer ganzes Potenzial nutzt, werdet ihr nur eine Spielfigur eures Schicksals sein und niemals seine Meisterin. Wenn ihr all die Antworten kennt, lasst sie hören. Erzählt mir zuerst, warum ihr euch von eurem Sohn habt verraten lassen. Arkan sah, was er wollte und hat es beansprucht. Welche Ausrede habt ihr, es ihm nicht gleich zu tun? Die Zukunft ist kein Fluss, der uns zu einem Ziel trägt. Sie ist wie ein Meer, das uns verschlingt, wenn wir nicht vorbereitet sind. Es gibt zwei Bestimmungen für euch, Fremdling. In einer besiegt ihr Arkan, beansprucht den ewigen Thron und formt die Galaxis neu. In der anderen sterbt ihr, alleine und vergessen. Ich habe euch hergebracht, damit ihr von dieser Niederlage kostet. Jämmerlich. Wie konnte ich nur glauben, dass ihr etwas ändern könntet? Ihr wollt mich töten? Wenn das der einzige Weg ist, euch loszuwerden, dann tut es. Ich werde euch diesen Wunsch nicht erfüllen. Noch nicht. Das war nur ein Bruchteil der Schmerzen, die meine Kinder euch zufügen können. Wenn ihr euer Training nicht beendet und zu etwas Größerem werdet, werdet ihr die ganze Härte ihrer Wut spüren. Ihr sagt andauernd, dass ich zu etwas Größerem werden muss, aber ihr verratet mir nicht, was das bedeutet. Ihr verlangt eine einfache Antwort, ohne sie in euch selbst zu suchen. Das ist die Essenz eures Scheiterns. Ich kann nicht bleiben, um euch länger zu beschützen. Es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss. Aber ich gewähre euch ein letztes Zeichen meiner Gunst. Erfüllt euer Schicksal und ich verspreche, dass ich zurückkehren werde. Wenn ihr zurückkommt, bin ich bereit, um diesen Kampf zu beenden. Das werdet ihr nicht überleben. Ich war nie euer Feind. Erinnert euch daran und seid siegreich.
hoch, großer Bruder. Du machst mich traurig. Vater wird sich mir nicht selbst stellen. Er bestraft dich, weil du seinen Sessel gestohlen hast. Er ist nicht wütend. Vater fühlt nie irgendwas. Nicht mal als ich, als Texan gestorben ist. Er war ein guter Bruder. Er hat mir von allen Welten, die er erobert hat, Geschenke mitgebracht. Ich habe dich von Vaters Kontrolle befreit. Ich hoffe, damit habe ich deine Unterstützung verdient. Meine Loyalität gehört dir, Arkan. Immer. Und jetzt. Ich habe lange Zeit auf euch gewartet. Meisterin Satil Shan. Als Valkorion wollte, dass ich mein Training beende, meinte er mit euch. Da fragt ihr die falsche Person. Ja, ich biete gleich etwas zu essen an. Drängt mich doch nicht. Ihr habt eine schwere Prüfung überlebt. Setzt euch. Esst etwas. Nehmt das nicht persönlich, aber ihr seid seltsam geworden. Ich glaube, das sind wir beide. Vieles hat sich geändert, während ihr in Carbonit eingefroren wart. Ich habe den Kampf angeführt, um die Republik vor Sakul zu retten. Aber nichts konnte mich auf diesen Feind vorbereiten. Ich habe versagt. Wieder und wieder. Dieses Lager ist nicht neu. Ihr seid schon länger auf Odessen. Als die Republik vor Arkan kapituliert hat, habe ich mich dem Willen der Macht hingegeben. Ich habe die Kernwelten verlassen und diesen Planeten gefunden. Wir sind schon seit Jahren hier und warten. Wir? Ist noch jemand hier? In der Macht sind wir nie alleine. Wir haben euer Erwachen auf Sakul gespürt. Und die Präsenz unseres alten Feindes, der euch führt. Wir waren Zeugen der Siege und Niederlagen, die euch hierher gebracht haben. Als wir euch auf dieser Lichtung fanden, standen wir vor einer Entscheidung. Euch hierher bringen oder euer Leben an Ort und Stelle beenden. Wollt ihr mir sagen, dass ihr mich rein zufällig hier draußen gefunden habt? Natürlich nicht. Unsichtbare Einflüsse wirken durch mich, durch Valkorion und besonders durch euch. Valkorion hat eure Verbindung zur Macht gestärkt. Vielleicht werdet ihr mächtiger als wir alle. Aber euer bisheriges Training konnte euch nicht auf das vorbereiten, was vor euch liegt. Ihr müsst noch so viel lernen. Folgt uns. Sucht die Antworten im Tal. Ihr werdet erkennen, wenn ihr sie findet. Auf Odessen existieren die helle und dunkle Seite in perfekter Harmonie. Sie formen einen Nexus der Macht. Es gibt noch eine Welt, die so ist. Sakul. Arkan und seine Ritter haben gelernt, die Macht anders zu benutzen als die Jedi und Sith. Darum konnten wir nicht besiegen. Worin unterscheiden sich Arkan und seine Anhänger von den Jedi und Sith?
Jedi sehen in der Macht einen Verbündeten. Die Sith wollen sie versklaven. Aber Arkans Ritter glauben, dass die Macht eine Belohnung dafür ist, einem Ideal zu dienen. Sie haben geschworen, dem ewigen Thron zu dienen. Und je stärker sie dieses Versprechen ehren, desto größer ist ihre Kraft. Die Ritter befolgen jedes Wort ihres Meisters. Und sie würden alles für seinen Triumph opfern. Ihre Hingabe macht sie stark. Ihr müsst noch stärker werden. Die Ritter von Sakul sind Sklaven des ewigen Imperiums. Ich werde nie so sein wie sie. Diejenigen, die sich nicht beugen, brechen. Darth Maul. Valkorion hat mein Fleisch zerstört, aber nicht meinen Grund zu existieren. Nichts kann euch jetzt verletzen. Die ganze Panzerung macht keinen Sinn. Diese Erscheinung soll als Erinnerung an mich dienen. Als ein Symbol. Nach meiner Niederlage habe ich einen Verbündeten gesucht, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Aber nur eine Person in der Galaxis war mir ebenbürtig. Wir haben uns auf dieser Welt getroffen. Wir haben diskutiert, erkundet und eine Vereinbarung gefunden. Dieses Wissen wollen wir jetzt mit euch teilen. Wenn Jedi und Sith einen Weg gefunden haben, um zusammenzuarbeiten, will ich ihn kennenlernen. Meine Anwesenheit hier überrascht niemanden so sehr wie mich selbst. Aber ich vertraue dem Willen der Macht. Wir bieten keine leeren Versprechungen an, aber auch keinen einfachen Sieg. Wir wollen nur, dass ihr uns unvoreingenommen zuhört und aus unseren Fehlern lernt. Um die Zukunft zu schmieden, müsst ihr erst mit der Vergangenheit brechen. Der Sieg über Arkan erfordert neue Perspektiven und neue Waffen. Folgt dem Willen der Macht in die Wildnis hinter diesem Lager. Findet, was wir dort für euch hinterlassen haben und trefft uns dann in der Höhle. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Sagt mir, glaubt ihr an die Zukunft? Ich habe eine Zukunft, Valen. Im Gegensatz zu euch. Genau so mag ich es. Ich habe gegen Arkans Schwester gekämpft. Valen war genau hier. Nein. Das war nur eine Warnung, eine Vision. Eine so starke Verbindung zur Macht wie eure ermöglicht tiefe Einblicke. Vergesst nicht, was ihr gesehen habt. Hinter Arkan steht Valen. Und hinter ihr viele andere. Sie alle werden versuchen, euch aufzuhalten. Die Waffe, die ihr tragt, wurde für einen anderen Krieg gebaut. Für einen anderen Feind. Sie kann euch nicht länger dienen. Sie muss sich ändern. So wie ihr euch geändert habt. Ihr wollt, dass ich ein neues Lichtschwert baue. Ihr werdet einen Ausdruck des Willens der Macht erschaffen, den nur ihr kontrollieren könnt. Damit könnt ihr 1000 Sterne vereinen. Wir bieten euch unsere Stärke an, aber ihr müsst sie leiten. Konzentriert die Kraft und entscheidet, welche Form sie haben soll. Ich bin bereit, wenn ihr es seid.
Es gibt keine Grenze, die ich nicht überwinden kann. Es ist vollbracht. Diese Klinge ist jetzt ein Teil von euch. Wenn ihr das nächste Mal gegen Arkan kämpft, wird er nicht auf euch vorbereitet sein. Aber Gewalt kann nur zerstören. Sie inspiriert andere nicht zu großen Taten. Und sie kann nichts wieder aufbauen. Nur ein Anführer kann das. Einst dachte ich, es würde ausreichen als unaufhaltsame Macht, zwischen meinen Leuten und dem Feind zu stehen. Ich habe Valkorion gegenübergestanden und mich geweigert, mich zu beugen. Diese Wahl hat mich gebrochen und die Welten verdammt, die ich beschützen wollte. Ich habe die Jedi gegen einen Feind kämpfen lassen, den ich nicht verstand. Nur weil ich an die Rechtschaffenheit meiner Taten geglaubt habe. Die geopferten Leben verfolgen mich noch immer. Wir wissen, was es heißt, diejenigen enttäuscht zu haben, die sich auf uns verließen. Wir wollen euch diesen Schmerz ersparen. Es ist besser, aus euren Fehlern zu lernen, als sie zu wiederholen. Als Zorn wart ihr immer auf euch alleine gestellt. Bei euren Plänen und Taten habt ihr nie Rücksicht auf andere genommen. Diese Allianz anzuführen ist eine völlig neue Erfahrung. Die Kriegsangelegenheiten sind nur ein Bruchteil der Last, die ihr tragen müsst. Ihr müsst nicht nur wissen, wann ihr kämpfen müsst, sondern auch, wann es Zeit ist, sich zurückzuziehen oder mit dem Feind Frieden zu schließen. Es gibt eine Oase, nicht weit entfernt von dieser Höhle. Dort erwartet euch eure letzte Lektion. Ihre Kinder getötet. Dafür wird sie euch verschlingen. Wie wollt ihr diesem zügellosen Zorn entkommen? Eine Flucht ist nicht immer möglich. Wenn ihr akzeptiert, dass der Tod Macht über euch hat, hört er auf, euer Feind zu sein und wird zu einem Verbündeten. Wenn das passiert, müsst ihr nicht kämpfen. Ihr habt eine gewalttätige Auseinandersetzung friedlich gelöst. Beeindruckend. Manche glauben, dass ihr ausgewählt seid, diesen Weg zu gehen. Andere denken, dass eure Entscheidungen über ihr Schicksal bestimmen. Eure Allianz wird zusammenbrechen, wenn ihr euch nicht selbst kennt. Und das Ideal, dem ihr dient. Versteht ihr das? Es gibt keine Bestimmung. Nur meine Entscheidungen formen die Zukunft. Euer Weg ist klar. Und so ist er unsere. Spürt ihr es mal? Die Macht zieht uns fort. Das Exil auf Odessen ist zu Ende. Dank euch hat sich ein neuer Weg eröffnet. Es ist unsere Pflicht, ihm zu folgen. Ihr könnt nicht gehen. Ich muss noch so viel mehr erfahren. Ihr wisst, was getan werden muss. Das ist genug. Vertraut dem Weg, der vor euch liegt. Die Allianz wartet auf ihre Kommandantin. Lebt wohl. Untergeschoss 4 ist offen. Keine Wachen. Und ich war bei meiner Abschussliste so nah dran an einem neuen Rekord. Wir hätten die Mission abbrechen sollen, als die Kommandantin verschwunden ist. Sie ist instabil. Sie ist dem Zeitplan voraus. Und die Verluste sind akzeptabel. Ich bin so froh, eure Unterstützung zu haben. Die Relaisstation ist nur noch 3 Ebenen entfernt.
Bereitet euch vor, die Gemini-Frequenz zu hacken, sobald ihr drinnen seid. Es ist noch nicht zu spät, um die Sache mit dem Chaos-Trupp in Ordnung zu bringen und die ganze Anlage zu zerstören. Nur über eure Leiche. Oder eure. Wir wollen ja nicht wählerisch sein. Wenn ich ein Attentäter-Droide wäre, wärt ihr jetzt alle tot. Wo verdammt nochmal wart ihr? Valkorion hat mich in die Wildnis gezerrt und fast getötet. Dann hat er meinen Kopf verlassen und ist irgendwohin verschwunden. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Ich habe Satil Shan und den Geist von Darth Maar gefunden. Sie haben mir geholfen, ein neues Lichtschwert zu bauen, um Arkan zu besiegen. Sie sind jetzt ein Team. Die beiden folgen dem Willen der Macht. Das ist eine jämmerlich miese Lüge. Also muss es wohl wahr sein. Verdammt! Sprungtruppen! Mindestens ein Dutzend. Ich bin fast in sie hineingerannt. Keine Panik. Vielleicht haben sie euch nicht gesehen. Wenn doch, wird die Lage gleich spannend. Kaleo, meldet euch. Kaleo. Kein Signal. Wir brauchen einen Notfallplan. Wenn sie geschnappt wird und sie sie gegen uns einsetzen... Ich habe euch gewarnt, dass das passieren könnte. Wir gehen rein. Haltet euch zurück. Wir werden nichts unternehmen, solange wir nicht mehr wissen. Das ist nicht eure Entscheidung. Ihr habt euren Posten verlassen. Jetzt muss ich das Chaos wieder in Ordnung bringen.